Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Nintendo Switch. Das letzte Mal sind wir in diesem Dorf hier angekommen und wir versuchen jetzt mal aus dem Dorf rauszugehen, beziehungsweise in andere Richtung zu gehen. Hier oben so eine Tür, habe ich gleich getestet, ob man da raus kann. Tür überprüfen. Ohne Schlüssel könnte diese abgesperrte Tür auch eine solide Mauer aus Stahl sein. Ich Schlüssel, also, wir waren das längst. So, von da unten sind wir gekommen, das heißt, wir gehen hier mal nach rechts. Brunnen. Dies scheint der Dorfbrunnen gewesen zu sein. Er ist im schlechten Zustand und riecht auch nicht sonderlich gut. Wir gucken mal nach unten. Eine Inspektion des Brunnens bestätigt, dass er in der Tat scheußlich riecht. Sehr gut. Eine neue Schlacht. Okay, ihr seid tot. Mach schnell den Kampf. Und der letzte. Wieder ein Sieg für uns. Super. Okay, ja, leider keiner aufgestiegen. Das macht aber nichts. Was haben wir denn? Erbeutet. Talkräuter und gewöhnliche Teile, okay. Irgendwas hätte man den Sachen ja noch anstellen können. Kommt bestimmt noch im Laufe des Spiels. Wir sind ja noch gar nicht weit. Eigentlich haben wir noch gar nichts erreicht. Wir sind jetzt nur zum Dorf hingekommen. Aber egal. Okay. Schlacht! Das ist kaum die Zeit, die uns Kampfwert. Oh, zwei, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Faustbeben. Streuschuss. Schutz. Den Faustbeben haben wir noch gar nicht probiert. Probieren wir mal aus. Bei ihm nehmen wir mal die Kriegsklinge. Ne, warte mal. Ah, okay. Die Kriegsklinge mal. Und bei ihm nutzen wir. Was ist denn Gabe der Natur? Das ist schon eine Heilung, ne? In der nächsten Runde wird bei jedem Verbündeten jedes Mal, wenn ihm Schaden zugeht, 3 Lebenskraft geheilt. Ich würde das testen einfach mal. Ich will mal sehen, was es bringt. Los geht's. Okay. Okay, das knallt ganz gut rein. Okay, ich habe 3 Heilungen. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, also, natürlich. Den machen und du fängst auch einen ab. So. Kein großer Kampf gewesen, aber immerhin ein Kampf. Was war das? Ein Kanonenschuss. Zurück! Auf dem Kamm im Osten ist eine Kanone postiert. Wir können nicht weiter, das Risiko ist zu groß. Verdammt! Okay, dann gehen wir hier nach links. Schlacht! Und du willst nicht, dass mir das gefällt. So. Obwohl, brauchen wir gar nicht so was Großes nehmen. Vielleicht das hier auch noch. Treffer! Gefahr beseitigt. Gar keine. Na doch. Das schon, es gibt gar keine Erfahrungspunkte mehr. Ja, die gibt's. Noch eine Tür. Wir haben auch keinen Schlüssel dafür. Schade. Okay, also da können wir auf jeden Fall nicht längs. Ja, dann müssen wir nicht richtig. In diese Richtung. Und hier rein? Da. Seltsame Maschine inspizieren. Eine schlichte runde Maschine ruht still in der Erde.
Die Oberfläche ist gleich mit Staub und Dreck bedeckt. Wir schalten sie mal ein. Nichts geschieht. Nichts geschieht, okay. Können wir nichts machen. So, da unten ist ja ein Ausrufezeichen. Dann müssen wir das wohl mal erörtern, was da los ist. Okay, wir gehen jetzt mal da runter. Da ist eine Truhe. Aber dann müssen wir einmal außen rum, glaube ich, reinzukommen. Auch nicht so leicht. Flucht ist eure einzige Überlebenschance. Komm, die machen wir so platt. Du machst den Bauch platt. Obwohl, ich sollte beim nächsten leichten Kampf vielleicht mal meinen Garrison heilen. Einfach nur aus dem Grund, weil wir die Kämpfe ja recht leicht sind da gerade noch. Da können wir das noch benutzen. Okay. Gehen wir jetzt zur Fledermaus. Soll ich angreifen? Bleibt so wild? Perfekt. Ah ja, perfekt war es nicht. Aber gut. Wieder ein Sieg für mich. Okay. Oh, nicht so viel. Man kriegt so viele Erfahrungspunkte, bekommt man jetzt gar nicht dafür. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber mehr wäre natürlich besser. Ja, die Gegner, aber wir müssen zum Ausrufezeichen, das sieht man ja schon. Sind wir gleich. Okay. Jetzt sehen wir das mal. Eieiei, Overkill. Bonus-XP verdient. Das war beinahe ein fairer Kampf. Aber auch nur beinahe. Oh, stehen alle kurz davor. Okay, was ist nicht, auch die anderen davor aufzurücken und die nächste ins nächst höhere Level, wollte ich gerade sagen. Oh, guck mal unten. Da sollen wir hin auf jeden Fall. Sonderbares Lager. Abseits der Straße ein sonderbarer Lagerplatz. Das Lager untersucht. Davon ist, dass das Lager der Gegner, wenn ein Dungeon abgeschlossen wird, verstreicht Zeit, wodurch einige Dinge in der Oberwelt neu bevölkert und Händlerinventare aktualisiert werden, sowie Feinde wieder entstehen. Na okay. Das wird ja das Lager der Banditen sein, von dem der der Schmied erzählt hat. So wie man sieht, jetzt sind wir in einem Dungeon drin, das Lager ist also ein Dungeon. Ja, lass uns doch mal testen. Wir können auch mal kurz jemanden heilen hier, wenn wir schon dabei sind. Obwohl, ne, brauchen wir nicht. Sind so viele, haben wir noch nicht verloren. Na, schnelle Schritte. Was bedeutet das? Oh, weiß ich jetzt auch nicht nochmal. Was kann Garrison? Was ist denn seine Talent? Schnellschritt. Ein Spurt, der Fallschaden vermeidet und Garrisons Eile massiv steigert. Okay. Barrikaden mitten im Wald? Hier ist jemand. Ja, wir sollten uns vorsehen. Garrison vor. Was ist das, der Lagerplatz? Wir sagen, der Tee ist fertig. Oh, hier. 15 Gold. Oh, hier ist auch was. 17 Gold. Ein Lager. Anscheinend war erst kürzlich jemand hier. Der Geruch ist jedenfalls frisch. Der Bandit, den Grimbart verjagt hat? Vielleicht. Überfall! Fahrt zur Hölle! Was? Oh.
Fuck der Bote und gepanzerte Ausweiter. Wohin so eigentlich? Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen. Ah, ihr Leute solltet euch um euren Kram kümmern, sonst kommt ihr noch zu Schaden. Wir lassen es drauf ankommen. Stohlen halt. Okay, dann kann ich sehen, was die haben. Fügt Angreifen 3 Schaden zu und kann nicht Ziel für Einzelzielfähigkeiten sein, steigern in der Zeit der Aktivität Angriffsstärke um 50% Ende, sobald Schaden mitten wird. Okay. Können wir nicht erwischen. Aber vielleicht erwischen wir ihn. Mit dem hier vielleicht. Dich. Oder? Und mit dir. Okay, probieren wir mal. Okay, da ist nicht so viel, ging jetzt nicht weg, aber es macht nichts. So, jetzt ist er wieder da, da links oben. Das ergibt auch Schaden ordentlich. Eieieiei, der haut aber rein. Was macht er? Oh. Das kann gefährlich werden. Okay. Gut, dann über unseren kleinen Typen hier unten heilen. Nicht drumrum. Und du müsstest. So, umgeht deine Verbindung mit an. Wir machen erstmal den Platt da oben. Und er hier. Und auch den da oben Platt. Jawohl. 34 bei einem erkennt. Machen den hier. Probieren wir es erstmal so. Und macht vielleicht Sinn, den unteren da auch nicht. So. Eieiei. Oh, hat mich vergiftet, die Sau. Oh, der haut aber ganz gut rein da, ne? Aber jetzt müssen wir die kriegen. So, wir machen mal den Heilwärmer unten hier. Und du... Streuschuss. Zum Schaden achten. Ja, das reicht nicht, ne? Denn... So, wie ich mache. Und du bekommst... Okay, los geht's. Oh, oh, vergiftet. Aber kann ich heilen, ne? Ich weiß nicht, ob der Gift dann weg ist. Das Gift ist natürlich nicht weg. Ich hab noch wohl 2 Runden. Okay. Super. Wir haben super Platt bekommen. Und wir steigen alle auf. Super. Wir haben einen Brief bekommen und einen blutigen Brief. Lesen wir gleich mal durch. Der Brief, den er bei sich hatte, ist versiegelt. Muss wichtig sein. Was steht drin? Schwer zu sagen. Er ist mit Blut verbesudelt. Irgendwas über Fremde, die wir sein müssen. Außerdem irgendwas über einen Außenposten. Vielleicht wird der Schmied im Ort schlau daraus. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass es kompliziert wird? Finde den Boten der Banditen. Den Grimmer zu den Werten. Okay, haben wir. Bringt den blutigen Brief zu Grimmer. Das machen wir auch gleich. Gucken wir mal ganz kurz, was wir da bekommen haben. Dieses coole Schwert. So. Okay. Bonusschaden. Legen wir trotzdem an. Okay. Dann lass uns mal den Brief schnell zu ihm hinbringen. Oh, hier ist eine Kiste. Die soll man sich auch mitnehmen. Oh, das sieht doch aus, als ob unser guter Calibretto was davon haben könnte. Warte mal. Schauen wir mal nach. Okay, das ist...
Der ist natürlich nur was für ihn hier. Magieabwehr, Angriffsstärke geht runter auf 4. Machen wir trotzdem mal. Und hier legen wir auch an. Gut, los geht's. War jetzt nicht so groß hier drin, ne? Kleiner. Und das Ding, das macht aber nichts. Der Schmied wird schon wissen, was wir als nächstes tun sollen. Behaupte ich mal. Ja, es ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Also die Geschichte ist auch ganz gut erzählt. So. Das Artdesign hier, oder diese Artworks, die hier zwischendurch sind, die finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Die Ladezeiten, ja, die sind so ein bisschen... Geht noch gerade so an der Grenze, würde ich sagen. Aber sowas für unterwegs zu spielen, ist einfach nur fantastisch. Ich hab's nebenbei, ich hab's mal kurz gestartet auf dem... Also nur auf dem Handheld, nicht über den Bildschirm, über den Fernsehbildschirm. Ist schon eine ganz nette Grafik, muss man leider sagen. Also nicht nur leider, muss man sagen. Ist echt eine gute Grafik. Also ist gestochen scharf auf dem kleinen Display von der Switch. Was natürlich sehr cool ist. Ja, mal kurz gucken. Das Südtor. Eine imposante Tür ist von moosbedeckten Ruinen umgeben. Ein delikat ausgedehnter Sumpf. Der Tür nähern. Oh. Was habe ich getan? Oh, ist das ein neuer Dungeon? Das wollte ich gar nicht. Wären wir erst zum Schmied gegangen. Aber hier sind wir bestimmt noch rein. Das ist natürlich doof, dass wir jetzt da reinmarschiert sind. Behaupte ich mal. Aber vielleicht können wir das noch irgendwie drehen. Erkundungsbereich. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen gleich wieder raus. Ja. Denn wir gehen einmal zum Schmied. Weil nicht, dass ich da jetzt rumgehe und irgendwas finden soll und dann habe ich das nicht. Weil der Schmied gesagt hat, das findest du aber nur unten im Südgebiet, beim Sumpf. Deswegen ist es besser, jedes Mal, wenn du eine Kreatur tötest, gewinnst du ein neues Wissen über sie. Mit jeder getöteten Kreatur erschließt du mehr Info über ihre Werte, Fähigkeiten und das Auftreten. Ja, haben wir jetzt schon gesehen. Bei den Schleimmonstern haben wir schon jetzt die Werte, können wir sehen auch, was die so an Kampfkraft haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Die anderen Werte müssen wir natürlich nach und nach jetzt erstmal freischalten. Aber das werden wir in unserem Bestarium-Kompendium noch machen können. So. Okay, hier links. Den müssen wir noch schnell mitnehmen. Zwei sogar. Der Deckungsschwung. Mal gucken. Fügt die uns zu und wandelt 50% Schaden in einen Schutzschild für den Helden. Ah, cool. Das machen wir doch mal. Testen wir mal. Das ist etwas Neues bekommen hier. Auslöschen. Lauffeuer. Gibt 8 Schüsse ab, die willkürliche Ziele treffen und jeden 7 Schaden so instant macht. Das machen wir auch mal. Und er hat auch ein Neues bekommen. Metzeln. Fügt dem Ziel und einem Nackenziel 20 Schaden zu. Zornwelle da. Trifft alle Feinde und fügt jeden 32 magischen Schaden zu. Machen wir auch. Kritischer Schaden. Auch selten. Ei! Ja, man muss ja die ganzen neuen Moves mal ausprobieren, ne? Das wird sehr langweilig. Perfekt. Juniteile, einfacher Schleim sein. So, warte, jetzt müssen wir zurück zum Dorf. Und fragen mal den Schmied, ob er uns was sagen kann zu diesem blutigen Brief. Der weiß bestimmt was. Olle Schmied. Hallo! Hallo! Reden wir. Ich glaube, wir haben einen der von euch verjagten Banditen gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, den wir nicht ganz entziffern können. Dann lasst mal sehen. Ja, die Tinte sieht frisch aus. Da steht irgendwas von einer alten Waffe. Sonst noch was? Dass Fremde auf die Insel kommen. Die wahrscheinlich alles komplizieren. Fremde? Komplizieren? Sind wir damit gemeint? Das geht hieraus nicht davor. Aber es ist vom eisernen Außenposten die Rede. Das steht fest. Was ist das? Und wo? Die gewaltigste Befestigung südlich der verschneiten Lande.
Lange verlassen, aber zuletzt sind da Banditen ein- und ausgegangen. Weiß der Himmel warum. Das Nordtor ist abgesperrt, damit niemand in diese Richtung gehen kann. Hier ist der Schlüssel. Ihr seht aus, als könntet ihr auf euch aufpassen. Aber ich hätte gute Waffen zum Verkauf anzubieten, die ganz nützlich sein könnten, wenn aus Reden kämpfen werden sollte. Ein paar andere hier im Ort haben auch nützliche Dinge. Ihr könnt euch ja mal umsehen. Vielleicht werdet ihr fündig. Das heißt, wenn sie auf euer Klopfen antworten. Ihr seid zurück. Fast in einem Stück. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Wir haben die Einführung in die Schmiedekunst bekommen. Und wie man oben sieht, kann man den jetzt hier ausbauen, damit er noch mehr Sachen hat. Für 500 Gold. So viel haben wir allerdings nicht. Aber wir können uns mal seine Waren angucken. Wir haben 226. Küstenbreites Schwert. Okay, kann man das irgendwo hier mit... Da, das kann man nicht. Details da. Okay. Berührung der Natur, das wäre eng. Bonusschaden 8 und Ausdauer 12. Klingt natürlich nicht schlecht. Muss mal so einen Ring nehmen wir mal mit hier. Kaufen wir mal. Kaufen wir mal einen von. Gut. Tretet ein! Aber was zum Verkaufen hier? Ah, ich kann nur verkaufen. Es geht da wieder an die Arbeit. So, gucken wir nochmal auf unsere Helden hier. Und zwar den Ring anlegen. Und den bekommt... Bekommt er hier. So. Ja, sehr gut. Den Schlüssel haben wir. Wir werden das Tor öffnen. Und das werden wir tun in der nächsten Folge. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.